Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Einhell TEHD 18Li an. Das ist der Einsteiger-Akku-Bohrhammer von Einhell und schauen wir, was er drauf hat, was er kann, was er nicht kann. Und ja, ich würde mal gleich mit der Optik starten. Optik-Haptik ist fein, er ist relativ kompakt, er ist relativ kurz und das gefällt mir. Er ist einfach für daheim perfekt. Man braucht nichts Größeres meistens fürs Bohren, nicht fürs Meißeln, es geht da ums Bohren. Man kann eh nicht nur meißeln, nur bohren und Schlagbohren. So, daneben sieht es den 1812 und Länge hat er 25, 24,5 sowas und hoch ist er um die 20 cm. Wie schon gesagt, daneben der 18er, 1812 und das sind relativ ähnlich, sehr ähnlich insgesamt die beiden. Ja, aber den Test werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Ja. So, da schauen wir uns kurz das Gewicht an, 1370 Gramm, das ist das Gewicht, das werden wir dann in Zukunft sehen, wie sie schlägt. Und da kurz die Lautstärke, 798 dB ungefähr beim Schlagbohren und 91 nach links, 92 nach rechts. Ja, nach rechts ist ein bisschen lauter, das ist normal, weil normalerweise bohrt man nach rechts. Da, wie ihr sehen könnt, der Bohrer wackelt nicht, ist genau, ist wirklich gar kein Spiel eigentlich, da hinten schaut es ein bisschen, sagen wir, komisch aus, sehr wackelig, aber wichtig ist ja, dass der Bohrer selbst nicht wackelt und das ist auch nicht der Fall. Eineinhalb. Zwei. Länge 11,6. Dreieinhalb. 14, also 10,5 cm. Achte. So, wir sehen können es gewaltige Unterschiede bei 6 mm. Ja, fast das Dreifache im Vergleich zum Bosch, dann da bei 12 mm 250%, bei 16 das gleiche grob und bei 20 das gleiche. Die Unterschiede bleiben immer relativ gleich, aber absolut ist nochmal ein riesiger Unterschied, weil stell dir vor, 20 mm muss jetzt bohren, je nachdem was sie machen will. Ich weiß nicht genau, was man mit 20 mm macht, mit Löchern im Beton, aber dann sagen wir mal, wahrscheinlich wird es ein bisschen tiefer sein und dann macht es einen riesigen Unterschied. Sagen wir mal, ich will 10 cm bohren, dann brauche ich mit dem Einhell 100 Sekunden, mit dem Bosch nur 40 Sekunden. Da zahlt sich natürlich riesig aus, das ist ein unglaublicher Unterschied. Aber wer manchmal ein paar Löcher bohrt und so weiter und so fort, kann natürlich auch den Einhell hernehmen. Sieg ich wenigstens so, ja. Wenn man dann die Daten sieht, versteht man auch wieso. Einhell nur 1100 Umdrehungen, Bosch fast das Doppelte. Schlagzahl seien sie ungefähr gleich und Schlagenergie auch Bosch das Doppelte. Das erklärt den riesigen Leistungsunterschied. Insgesamt kommt man auf 6840 Schläge plus Einzelschläge pro Minute. Wie soll ich sagen, dann Joule pro Minute kann man sagen. Aber ich habe es halt so hingeschrieben und Park seit 9000, Bosch 10800. Länge 25 ist kompakt und das Gewicht mit 1,4 Kilo knapp ist auch deutlich leichter. Der Preis von 70 Euro, ja, finde ich okay, weil wenn man es gleich mal hernimmt, ist absolut in Ordnung. Ja, Vibration habe ich nicht gemessen. Ich hoffe, dass euch meine Bohrhammer-Videos gefallen. Vielen lieben Dank fürs Schauen, vielen lieben Dank für jeden, der liked, der abonniert. Alle Akkuschrauber, alle Bohrhammer sind unten verlinkt. Wenn ihr was über Amazon bestellt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Servus, danke und ciao.